Ja, hallo, Thorsten Georges, 90 Jahre, Quatsch, 50. Womit ich eigentlich schon einsteigen kann. Ich hoffe, dass ich möglichst viele Fehler gleich mache, weil das, was du gerade gesagt hast, wir machen ja immer keine Fehler, beziehungsweise streichen sie immer an. Ja, genau, that's our business. Bei uns an unserer Ganztagsgrundschule haben wir einen Prozess gestartet und ich habe es erstmal ganz groß Evolution, Innovation, Disruption genannt. Das habe ich gemacht, nachdem ich bei der Production Systems war und gedacht habe, Mensch, disruptive Innovation, cool. Ist es das? Ich weiß es nicht. Trotzdem habe ich es erstmal so genannt. Schule kennen wir alle, ne? Rallye, Deutsch und so weiter und so fort. Da haben wir alle irgendwie einen Bezug zu. Jeder von euch, von Ihnen, ist da absoluter Experte. Einige 9 Jahre, manche 10, manche 13, einige 14, so wie ich. Und da wissen wir alles. Und wir wissen da echt schon ziemlich gut drüber Bescheid. Nebenbei haben wahrscheinlich die meisten von Ihnen euch auch irgendwie noch Kinder, so. Das heißt, irgendwie da einen Bezug zu. Ja, ich habe keine Kinder, trotzdem Bezug dazu, weil ich habe nämlich Ralf kennengelernt und zu jedem Ergebnis gehört ein Prozess, das wissen wir ja. Und es gibt Menschen, die daran arbeiten wollen. Das sind die Menschen, mit denen ich dran arbeite, das ist jetzt noch klein, aber Ralf Winkler habe ich kennengelernt im Rahmen meines Studiums interdisziplinären Arbeitswissenschaft in Hannover. Hat Ralf einen Kurs gegeben, Toyota Kata, und ich wollte eigentlich gar nicht hin und ich bin dann aber trotzdem da gewesen und habe mich verliebt in die ganze Geschichte und finde es einfach großartig und habe dann 2014 war es gedacht, naja, wie bauen wir das denn jetzt mal auf Bildung um? Dann habe ich die junge Dame, das ist meine Schulleiterin Steffi, davon überzeugt, dass es eine coole Idee wäre, wenn wir doch vielleicht einfach da mal rangehen und uns das angucken. Und dann habe ich mit der jungen Dame, die da versteckt ist, mit so Sorgenfalten, ob denn die Kleinen auch wirklich lesen und schreiben lernen können, das ist Katrin. Mit Katrin habe ich erste Kata-Prozesse begonnen. Ich bin zu ihr gegangen, habe gesagt, hey, hast du Lust mal auszuprobieren? Das bin ich. In Pose auf unserem total schicken, ganz heimeligen Betonbau. Und wir sind gestartet, haben ein bisschen rumexperimentiert, haben unsere Steuergruppe davon mehr oder weniger überzeugt, dass es sich lohnt, zumindest irgendwie den Cutter-Gedanken mal ein bisschen weiterzudenken. Dann habe ich Ralf gefragt, kommst du? Und er hat gesagt, ja. Und dann haben wir in diesem ganzen Gewusel, dieses Bild, das ist unser Schulhof, mit all den kleinen Störungen, die da so zu sehen sind, also die mit den blauen Augen und den dunklen Augen und die ne, uns permanent stören, also wir denken, wir machen das alles schon richtig und dann kommt Özal und hat wieder mal in die Hose gepinkelt oder es kommt Franz, der wieder mal zugeschlagen hat, wie auch immer, wir werden permanent gestört. Trotzdem haben wir uns dann Kata-Kompakt-Tage mit Ralf zusammen gegönnt. Wir haben mittlerweile 2 absolviert, einen 2016, einen 2017. 31 Teilnehmer sind da jetzt durchgegangen. Und das Interessante daran ist, dass wir Pädagogen und Mitarbeiter von Daimler zusammen in diesen Kata-Kompakt-Tagen hatten, weil wir mittlerweile kooperieren mit dem Daimler-Werk in Hamburg. Die sind sympathischerweise so 3-4 Kilometer von uns entfernt, von unserer Schule. Ja, mit denen haben wir dann zusammen gearbeitet, haben Dominosteine aufgebaut, haben komische Dinge gemacht, haben auch gelacht. Ich liebe dieses Foto von meiner Kollegin. Da sitzen alle noch etwas angespannt. Das fand ich großartig, bauen und dann irgendwie diese Dominos, die da so rumliegen. Aber wir haben auch tatsächlich natürlich ganz ernsthaft an der Thematik gearbeitet, also wirklich Grundlagen gelegt. Zeitdruck gab es auch. Da sieht man vorne so ein bisschen die Leute von Daimler, meine Kollegin ein bisschen im Hintergrund, ich glaube, den Unterschied sieht man, Pädagoge, nicht Pädagoge, das ist irgendwie leider, wir sind einfach zu erkennen, das ist einfach so. Und was wirklich mein Herz erwärmt hat an dem Tag war, wie halt eben die Daimlers und wie meine Kollegen aus der Schule miteinander diese ganzen Sessions durchgearbeitet haben und sich die Haare gerauft haben und sie haben alle die gleichen Geschichten gemacht und das war einfach schön zu sehen. Aus der ganzen Geschichte hat sich bei uns eine Lerngruppe entwickelt und die Lerngruppe hat für sich erstmal eine Vision entwickelt, ein Ziel. Ne? Wir wollen gerne an dieser Ganztagsgrundschule am Johannesland arbeiten. Das ist für Lehrkräfte auch nicht unbedingt ein Selbstverständnis zu sagen, wow, ich bin stolz darauf, dass ich in dieser Schule arbeite. Ich bin stolz darauf, dass ich Beamter bin. Ich möchte das wirklich gerne machen. Da sieht es dann schon so fast aus wie in jedem, glaube ich, Starterkater, irgendwie die Menschen sitzen da, reden miteinander, schreiben Blätter voll, tun dann auch Dinge. Wir haben auch einen Nordstern entwickelt für halt eben genau diese Lerngruppe. Bei uns in der Schule selber fehlt noch der Nordstern, das hatte ich gerade auch mit Ralf als Problematik debattiert. Und wir haben natürlich Lessons learned, logischerweise. Wir haben ordentlich was dazugelernt.
Unsere Ziele und Ist-Zustände sind, ich nenne nur mal ein paar, ein Großteil des Kollegiums kennt Cutter. Da habe ich jetzt mal ganz dreist 100% hingeschrieben, denn wir haben einen Beschäftigtenzufriedenheitsprozess auch gestartet und haben dort als Rudelcoaching sozusagen die Cutter angewendet. Also wir haben mit dem Ziel gearbeitet, wir haben mit Ist gearbeitet und haben geschaut, was hindert uns eigentlich im Moment als Kollegium daran, dass die Toiletten sauber sind zum Beispiel. Und haben dann, starten jetzt gerade mit Versuchen und die Versuche gucken wir uns nächste Woche an auf einer großen Konferenz und schauen, ja, was haben wir jetzt daraus gelernt und welche Schritte folgen daraus. Die Cutter im Klassenraum, das wurde gerade so schön anmoderiert von Mike, wir machen das noch gar nicht, weil wir gehen den Weg über, wir wollen die Kollegen erstmal, die interessiert sind, so fit machen, dass sie sich als Coach und Coachee halt eben wirklich wohlfühlen, um dann zu gucken, wie können sie es halt eben auf die Kinder umsetzen. Neu, wirklich neu, das finde ich beeindruckend, unsere Schule wird eine lernende Organisation, das hat mich wirklich beeindruckt, dass das nicht vorher schon irgendwie klar war. Wir haben tatsächlich auch eine Finanzierung hingekriegt. Ich habe 4.000 Euro eingeworben. Das mag vielleicht für Industrie jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber ne, wenn man null hat, sind 4.000 schon ganz schön viel. Das Ganze wird natürlich immer auch ein bisschen unscharf gestellt, logischerweise, weil wir auch Hindernisse haben. Ich glaube, wie so oft, ist dieses Zeit für regelmäßiges Coachen verbessern echt nicht da oder die Leute kommen nicht oder sie haben gute Ausreden. Gerade jetzt nach den Sommerferien 2017 sind unsere Tandems gar nicht bis sehr schwergängig jetzt wieder in Tritt gekommen. Da müssen wir jetzt irgendwie gut überlegen, wie kriegen wir die wieder motiviert. Die Komfortzone ist attraktiv, also die Elefanten, die in die eine Richtung laufen, das ist schon ganz cool und der eine, der in die andere Richtung läuft, das ist nicht ganz so attraktiv, wenn man da immer die Augen blau kriegt. So ist es jetzt nicht bei uns, aber trotzdem kennen wir das ja alle mit dem kleinen Schweinehund. Immer noch ein Hindernis und eine Herausforderung ist, die Methoden so zu modifizieren, dass es in Bildung passt. Ich erlebe in den letzten Wochen so ein misstrauisches Beäugen der Cutter, das hatten wir heute auch schon mal, so was machen die da, irgendwie wollen die jetzt so einen Effizienzgedanken womöglich in Schule reinbringen, das ist doch eigentlich was völlig da losgelöst von arbeitet und so. Und wir haben einfach kein Wissen über Cutter im Klassenraum, aber gleich, wenn Tanja ihren Vortrag hält, habe ich auf jeden Fall schon mal mehr Wissen über Cutter im Klassenraum, was ich dann hoffentlich auch weitergeben kann. Wenn wir unsere Ziele weiter bearbeiten, was ich hoffe, erhoffe ich mir auch davon, dass wir logischerweise immer besser und immer besser werden und dass das Ganze auch in irgendeiner Art und Weise messbar wird. Wir haben noch einige dicke Bretter dazu bohren, glaube ich, aber wir sind am Anfang und wir kümmern uns wenigstens drum. Unsere Prozesse, in denen wir sind, ich sage nochmal ein paar Rituale zur Aufmerksamkeit, also wenn man in so einer Grundschulklasse sitzt, dann nühlen die da immer alle rum und die rennen und so und dann schlägt man als Grundschulpädagoge immer die Triangel, bing, ich weiß nicht, ob ihr das oder Sie das noch kennen, und dann sollen sie alle leise sein. So ist die Theorie. Die Praxis ist, man schlägt auf die Triangel, das interessiert keinen, dann schlägt man nochmal auf die Triangel, das interessiert wieder keinen, dann macht man ding, 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 ding und es passiert nichts und das hat die Kollegin so genervt, dass sie gesagt hat, nee, ich will schon als Ziel haben irgendwie, ich klingel diese Triangel und dann sind die Kinder still. Und dann hat sie sich mit der Katrin, die vorhin da gezeigt wurde, in einen Coaching-Prozess begeben und es hat 4 Wochen gedauert, dass die Kinder halt eben so darauf gehört haben, dass sie sich dann einfach hingesetzt haben, es war leise und sie konnte halt eben den nächsten Arbeitsauftrag geben. Oder professionelle Beziehungsklärung, dieser Schüler nervt mich nicht mehr. Eine Kollegin hatte richtig Stress mit, also sie mochte diesen Schüler einfach nicht, der hat sie genervt. Und dann hat sie sich einen Prozess begeben und mittlerweile, sie sind jetzt nicht ein Herz und eine Seele, aber sie können sich ganz gut ertragen gemeinsam im Unterricht. Cutter am Morgen habe ich gerade letzte Woche mit einem Kind gemacht, nie wieder zu spät zum Unterricht. Ich habe ihn gefragt, so ist es denn irgendwie dein Ziel, dass du immer zu spät zum Unterricht kommst oder willst du pünktlich sein? Nein, ich möchte gerne pünktlich sein. Ja, woran liegt's? Ja, Mama drückt immer auf den Schlummerknopf beim Wecker und die weckt sie mich nicht auf und so. Und dann haben wir halt eben da so einen kleinen Cutter-Prozess mit gestartet und er war seitdem dann immer pünktlich in der Schule. Unsere Schule von innen, wir haben einen relativ modernen Bau. Meine Frage ist halt eben, ist das jetzt wirklich eine Erneuerung, was wir da tun? Also ist es disruptiv? Ist es irgendwie was anderes verdrängt? Ich weiß es nicht. Ist es eine Weiterentwicklung? Wenn ja, von was? Gibt es das nicht sowieso schon? Und ist es nicht so, dass wir irgendwie das, was wir eh haben, wieder nach vorne holen und was durch andere Bildungsstandards zum Beispiel, wir müssen ja Vergleichsarbeiten schreiben, PISA und so, das sind alles Sachen, die da irgendwie reinspielen, um das Ganze ein bisschen schwieriger zu machen. Oder
Ist Katha vielleicht auch ein Weg, so liebgewonnene Haltungen, die so schön kommodig sind und die so schön angelernt sind, ist Katha vielleicht doch eine Möglichkeit, halt eben nochmal eine andere Haltung auszuprobieren, nämlich eine neue, eine offene Haltung, zu schauen, was ist neugierig, lass uns mal gemeinsam erkunden, warum 1 plus 1 2 ist und das nicht einfach nur so hinzunehmen. Ja, und schlussendlich geht es um die Kleinen hier. Ne? Und die gute Adja hat einen, ich weiß gar nicht mehr, wie sie das Tier nannte, was sie da gebaut hat, und sie war einfach stolz wie Balle. Und das Ganze hat sie eben einfach so für sich gebaut, weil sie da Lust zu hatte. Und zum Glück hat Katrin sie auch einfach machen lassen. Und ich finde, dieses Lächeln ist irgendwie wert, dass man daran weiterarbeitet. Ich glaube, ich war schnell. Ja? Das war's. Tanja.